Und Hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Terra Enigma. Ja, es ist jetzt schon ein bisschen her, seit wir das letzte Mal gespielt haben, beziehungsweise, ja, doch, ihr, ich, wie auch immer. Ich bin jetzt schon wieder vollkommen aus der Steuerung raus. Und, ja, aber, au. Aber ich hoffe, dass das nicht allzu katastrophal enden wird. Au. Ich überspringe ihn einfach mal. So, ach nö. Ja, au. Oh, das ist böse. Das ist sehr, sehr böse. Ich hasse diese Stelle. Ha. In your face, biatch. Moment, müssen wir nicht hier irgendwie dahin? War das nicht so? Wir können auch mit ihm reden. Au. Können wir nicht mit ihm reden? Yeti läuft amok. Und ich bin voll drin stecken. Das ist nicht schön. Wow. Cool. Müssen wir da unten lang? Ich weiß es gar nicht mehr. Das könnte natürlich auch sein. Ah. Das Geld schaffe ich hier natürlich. Ja, wo sind wir denn letztes Mal stehen geblieben? Wir sind stehen geblieben. Achso, hier war das. Ja, genau, hier war das. Und zwar, wo müssen wir denn da lang? Das weiß ich gar nicht mehr. Aha. Yay! Level 16 erreicht. Kraftpunkte steigen um 9. Stärke steigt um 3. Abwehr steigt um 1 und Glück um 1. Juhu! Ich glaube, das war irgendwo hier. Müssen wir hier lang? Doch, ich glaube, wir müssen. Müssen wir hier lang? Nee, warte, dann müssen wir hier lang. Ja, auf jeden Fall waren wir stehen geblieben bei dem nächsten Endgegner. Aber wir haben es voll verkackt. Aber auch, weil uns die Knollen ausgegangen sind. Deswegen war ich eben gerade noch vor Beginn der Aufnahme schnell mal ein paar Knollen besorgen. Damit uns... Oh, cool. Ja, deswegen wollte ich mal ganz schnell ein paar Knollen besorgen, damit uns das nicht noch einmal passiert. Ich weiß aber trotzdem nicht, wo es jetzt lang geht. Da hinten noch weiter? Ja, geil, da geht noch weiter. Ah, okay, gut. Dann müssen wir ja. Ach, genau, ich glaube, wir müssen in dieses Loch rein, oder? War das nicht so? War das nicht so? Hier lang? Achso, hier lang. Das ist ja komisch gemacht. Okay, hier müssen wir aber richtig sein. Und ob ihr wirklich richtig liegt, seht ihr, wenn das Licht angeht. Ha. Ich bin diesmal gewappnet. Niemand kriegt mich so leicht. So. Au. Ha. Schmeckt meine Waffe. Ja, ich glaube, das war irgendwo hier. Oh. Au. Verdammte. Geht doch. Ha. So, war das da oben irgendwo? Da müssen wir doch ein bisschen weiter latschen. Hätte ja doch vielleicht die Aufnahme ein bisschen später anfangen müssen. Was war das denn? Ich wollte gerade sagen, wenn der das jetzt überlebt hätte. Jetzt aber er gehen. Und rein. Nein! Geronimo! Oder auch nicht, dann so Geronimo! Oh verdammt! Ich darf gar nicht springen. Das ist total lame. Man kann da nicht springen. Das heißt, man kann keine Arschbombe machen. Das geht doch nicht. Da geht's hoch. Ja. Hässliche Diamanten. Weil ich auch nicht verstehe, warum es hier solche komischen. Au! Oh! Gegner gibt. So, ich überspringe das mal ganz gekonnt.
Einfach weil ich es kann. Einfach weil wir es können. So, und dann geht's hier hoch. Und hier hoch. Dann müssten wir eigentlich schon gleich da sein. So, das müsste eigentlich schon direkt hier oben sein. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Ja, das sieht gut aus. Sieht's gut aus? Ja, sieht gut aus. Okay. Okay, wir schaffen das. Wir schaffen das. Also, wir wissen... Oh, Moment. Ach cool, das ist gespeichert. Au. Ach cool, die haben das gespeichert. Das heißt, wir müssen gar nicht mehr alles von vorn anfangen machen. Ach, das ist ja cool. Eigentlich hätten wir jetzt mit dem Yeti anfangen müssen. Der uns dann wieder in alle Winde verstreut. Aber das ist diesmal... Ey, das ist ja voll lieb gemacht. Ich dachte, jetzt müssen wir doch alles von vorne machen. Cool. Ey, danke, Spiel. Ach so, mein... Oh. Man kann auch über die rüberspringen. Das ist gut zu wissen. Das ist sehr praktisch. So können wir die auf jeden Fall... Au. So können wir die auf jeden Fall gut... den auf jeden Fall gut entkommen. Okay, diesmal sind wir auf jeden Fall besser dran. Aber ich bin dran, mein Herz bebt trotzdem wie verrückt. Oh nein. Das ist furchtbar. Wie viel Adrenalin ein Spiel verursachen kann, das ist echt unfassbar. Das ist so typisch Endgegner da. Da geht das Adrenalin immer mit. Au. Jetzt aber... Oh, verdammt. Ich ziehe ihm nicht genug ab. Definitiv nicht genug. Okay, aber wenigstens habe ich hat Emmy gerade dafür nichts abgezogen. Oh, oh, oh. Das war knapp. Das war sehr knapp. Ah, au, au, au. Au, au. Komm schon. Wie viel Gesundheit hat er denn? Komm, dreimal muss ich noch treffen, als er doch bestimmt platt, oder? Au. Ich sag drei. Noch drei Hiebe und dann ist er down. Das war der erste Hieb. Ich glaube, ich bin einfach zu schnell. Oh. Das war knapp. Das war... Oh, 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 Moment, 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 Moment. Wir möchten hier nichts riskieren. Das war hier schon richtig. So, und dann nehmen wir mal gleich eine Wunderknalle. So, 70 Kraftpunkte sind wieder da. Und jetzt können wir weitermachen. Okay, also ich sage jetzt, dass ich ihn noch einmal erwischen muss und dann ist er down. Mal gucken, ob es passt. Ja! Mann, bin ich gut. Das war voll gut geschätzt. Boah. Morphdämon besiegt. Arg. Der Tag ist gekommen, die Menschheit wieder zu erwecken. Menschen sind intelligente Tiere mit der Fähigkeit, Dinge zu erfinden. Doch sie sind sich der Macht, die sie besitzen, nicht bewusst. Arg. Du musst weiterhin für das Wachstum der Welt sorgen.